Servus, Kameraden. Willkommen zurück zur WT Live. Ich bin Keule und wir haben ja ein neues Angebot in den Auktionen. Das heißt, ihr müsst oder dürft heute auf einen neuen Panzer bieten, den Wargaming da anbietet. Und zwar ist es der K2, ein russischer Panzer der Stufe 8. Jetzt werden viele sagen, Nanu, wer hat denn da die IS-3 ausgepackt und ihr einen neuen Namen gegeben? Im Grunde sieht der IS-3 tatsächlich extrem ähnlich. Und ob man für den unbedingt 8000 Gold investieren sollte, das möchte ich jetzt nicht so beantworten, wenn ich ganz ehrlich bin. Das sind weiterhin über, ich glaube, 33 Euro, 34 Euro für eine Panzerstufe, die eh schon mit extrem vielen Panzern daherkommt, also russische Heavys mit Premium-Status gibt es, glaube ich, wie Sand am Meer, ich will fast behaupten. Auf jeden Fall gibt es genug. Ob man den jetzt unbedingt braucht, werden wir gleich mal schauen. Wir werden den mit der IS-3 vergleichen und mal gucken, ob der in irgendeiner Beziehung der IS-3 überlegen ist oder auch nicht. Wir gucken erstmal in die Vorschau. So sieht die Kiste aus. Das heißt, er hat keine richtige Delta-Panzerung. Das Delta geht hier vorne zu einer Spitze zusammengehen, so wie es die IS-3 hat. Sondern er hat vorne tatsächlich eine Frontplatte. Dürfte also frontal nicht so einfach zu durchschlagen sein. Zumal er mit 160 mm Frontalpanzerung daherkommt und 150 mm an der Seite. Da hat er die IS-3 frontal ein bisschen weniger Panzerung. Dafür aber auch an der Seite ein kleines bisschen mehr. Starker Turm auf jeden Fall, 250 mm noch dazu angewinkelt. Es ist kein Weak Spot erkennbar. Schaut euch, wie niedrig die Kommandantenkuppel bzw. Richtschützenluke ist gar nicht zu sehen. Kommandantenkuppel oder Richtschützenluke ist die große Frage. Welche ist welche? Ist kein Maschinengewehr dabei. Schwer zum Sagen. Man sieht auch nicht, wo hier der Fahrer reinkommt. Doch, da in der Mitte. Okay. Also alles recht gut angewinkelt bzw. mit genügend Panzerung für Stufe 8 vorgesehen. Und wir haben 1650 Strukturpunkte. Das kann sich auf jeden Fall blicken lassen. Finde ich zumindest 57,5 Tonnen, wenn die Kiste komplett aufgeladen ist. 4-Mann-Besatzung, so wie man es halt kennt. Kommandant übernimmt wahrscheinlich das Funken. Jawohl, Kommandant, Richtschütze, Fahrer und Ladeschütze ist mit dabei. Module haben wir eine 122 mm Kanone. 203 Durchschlag auf Standardmunition ist schwach. Das ist tatsächlich eine ganze Ecke schwächer als bei der IS-3 selber. Womit könnte man es noch vergleichen? Vielleicht mit einer IS-6. Die hat allerdings Special Matchmaking, glaube ich, immer noch, so viel ich das weiß. Nee. Mit dem Defender kann man es erst recht nicht vergleichen. Der hat deutlich mehr Durchschlag auf Standard. Aber auf Premium-Munition haben wir 270 Durchschlag und 68 Durchschlag auf HE. 390 Alpha-Schaden, 15 Sekunden Nachladezeit. Das ist eine DPM von 1627, wenn sie so nackt dasteht. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal im Vergleich, was das Ding kann gegen eine IS-3. Von der Feuerkraft her sieht man schon, das ist ein riesengroßer Unterschied. 390 Alpha-Schaden ist das Einzige, was halbwegs gleich ist. Ansonsten 225 Durchschlag auf der IS-3 bzw. Premium-Munition ist der K2 ein kleines bisschen höher. Wir haben eine schnellere Nachladezeit bei gleichem Alpha-Schaden. Also bei der IS-3 sind es 12,75 Sekunden. Hier sind es 14,38, wenn man es ganz genau nimmt. Wir haben Geschützrichtgeschwindigkeit deutlich schneller bei der IS-3. Wir haben ein bisschen mehr Gun Depression und ein bisschen mehr Gun Elevation beim K2. Ob der eine Grad jetzt das unbedingt ausmacht, Russen sind ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie jetzt mit viel Gun Depression daherkommen. Aber egal, Zielerfassung ist in der Ecke schneller. Und zwar eine ganze Ecke, fast eine halbe Sekunde. Das ist schon mal nicht schlecht. Dafür ist die Kanone auf der IS-3 ein bisschen genauer. Ich gehe davon aus, dass die Kanone sowieso eher im Nahkampf eingesetzt wird. Von daher denke ich mal, dass das jetzt nicht so die große Rolle spielt. Zumal die Russen auf dem Papier und dann im Spiel ja eine andere Genauigkeit haben. Man darf das nicht so miteinander vergleichen. Deutlich bessere DPM bei der IS-3. Überlebensfähigkeit. Wir haben 1500 zu 1650 Strukturpunkten. Ich habe jetzt einfach die IS-3 genommen, weil es am nächsten liegt. Entschuldigt Leute, falls ihr euch das nicht passen sollte. Wannenpanzerung. 160 mm zu 110 mm. Entschuldigung, das war natürlich vorhin ein bisschen falsch. 250 mm am Turm. 249, das ist ungefähr gleich. Dafür haben wir 172 mm am seitlichen Turm. Und 100 Meter hinten. 160 mm beim K2 hinten.
Reparatur deures Fahrwerks ist es relativ gleich geblieben. Ja, Höchstgewicht beim K2 57 Tonnen, bei der IS3 53 Tonnen. Die hat ein kleines bisschen mehr Leistung, aber halt nur ein kleines bisschen mehr. Dementsprechend die IS3 eine ganze Ecke flotter mit 38 km/h. Die erste 30 km/h ist schon extrem langsam. Also noch schwerer kann ein Panzer eigentlich nicht sein. Und in puncto Sichtweite noch ein Stückchen schlechter. Also bei der IS-3 schon mit 350 Metern eine schwache Sichtweite. Und beim K2 mit 340 Metern nicht viel besser. Das würde ich auch nicht großartig verbessern. Und wenn ich den K2 ausrüsten würde, macht nicht so viel Sinn, finde ich. Ja. So viel zum Thema. Welcher ist besser? Schwierig zu sagen. Auf jeden Fall gibt es 20.000 Stück. Mindestgebot sind 8.000 Gold. Mal sehen, für wie viel die weggeht. Ich denke mal, viele dürften ihr Gold so richtig aufgeladen haben und sind total scharf auf einen neuen Panzer, weil es den unbedingt geben muss. Von daher schätze ich mal, dass er ungefähr für 12.000 weggehen wird. Könnt natürlich gern sagen, nein, das ist auf keinen Fall. Wert ist das nicht, meiner Meinung nach. Wert ist das nicht. Er ist so von den ersten Statistiken her, würde ich sagen, nicht unbedingt der Brenner. Wenn ihr den Hulldown spielen könnt, ist es absoluter Killer. Premium-Munition rein, so gut wie es geht. Bei 270 Durchschlag ist da tatsächlich einiges möglich. Wenn ihr den Hulldown spielt, das hier alles ordentlich, da prallt einiges ab. Wenn ihr den, sobald ihr den so ein bisschen stellt, also ein bisschen quer stellt, habt ihr da einen riesengroßen Weakspot. Denke ich mal, das dürfte relativ leicht sein, da durchzukommen. Und die untere Wanne gehört natürlich, so wie bei allen Fahrzeugen, zu verstecken. Wenn ihr nur den Turm zeigen könnt, muss das richtig, richtig übel sein. Ich glaube, da kann ich den Hauch einer Einstiegsluke erkennen, aber das Ding, das dürfte extrem schwer zu unterschlagen sein. Also im Großen und Ganzen kein schlechter Panzer, jetzt nicht der Überbringer, soll er auch nicht mehr sein. Die Wargaming will ja angeblich weg von diesen überextrem starken Panzern. Ob er jetzt unbedingt 8000 wert ist, nicht, glaube ich nicht. Ich denke mal für 12, 12,5, 13, vielleicht 13,5 ungefähr, sowas im Dreh, wird er, denke ich mal, am Ende weggehen. 20.000 Stück sind, wie gesagt, zu haben. Jo, also, bei den heutigen Auktionen dabei der K2, neuer Premium-Panzer der Russen, schweres Gerät auf Stufe 8. Dürft gerne eure Meinung in die Kommentare unten drunter schreiben, bin gespannt, für wie viel das Ding dann am Ende über den Ladentisch geht. Das soll es von mir gewesen sein, wenn es euch gefallen hat, wie immer draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich nur freuen, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.